Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, ich habe ja gesagt, dass wir wieder ein wenig leveln. Ich habe mir allerdings überlegt, das ist für euch sicher langweilig, wenn ihr mir immer nur dabei zuschaut, wenn ich irgendwo, ja, Schätze finde und oder Nester oder sowas. Ich meine, so Banditenlager, okay, das könnte man vielleicht noch zeigen, damit ihr wisst, wo die sind. Aber ich sag mal, ihr könnt natürlich trotzdem selber die ganzen Fragezeichen ablaufen, wenn ihr das Spiel selber spielt. Und wenn ihr es nicht spielt, sondern nur das Let's Play anschaut, dann ist es ja irgendwie langweilig, wenn man immer dahin geht und immer das Gleiche macht. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, warum ist es jetzt eigentlich schon wieder so dunkel? Ich glaube, ich muss mal wieder meditieren. Aber es sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen hier. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich einfach mal die Kamera mitlaufen lasse, also beziehungsweise die Aufnahme mitlaufen lasse. Und weiterhin die ganzen Fragezeichen und so weiter hier ablaufen werde. Ich bin jetzt gerade bei der zerstörten Brücke. Ich wollte jetzt hier unten erstmal hingehen und dann auf der gegenüberliegenden Seite nochmal gucken. Und wenn da jetzt irgendwas Interessantes bei ist, wie zum Beispiel ein, na, wie nennen die sich jetzt? Also wo wir die Fertigkeitspunkte bekommen können. So ein Ort der Macht zum Beispiel. Dann werde ich das auf jeden Fall mit aufnehmen. Wenn das jetzt nur so kleinere Schätze sind oder so, dann werde ich es gar nicht erst wieder mit aufnehmen. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwo eine Quest noch finden, weil wir damit sicher besser leveln können, als solche Kleinigkeiten zu machen. Dann würde ich sagen, viel Spaß und ja, ich drehe jetzt erstmal meine Runde. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, und wir haben direkt schon den ersten Ort der Macht gefunden. Und zwar war das das Fragezeichen rechts unten. Ich zeige euch das nochmal kurz auf der Karte, nämlich das hier. Tötet ihn! Haltet ihn! Werft ihn haben! Nein! Held! Hä? Nö, Witcher. Hexer. Wo ist der? Ja, und wie ihr gesehen habt, die andere Seite war ein Banditenlager. Assassinenhose. Reißt ihm die Eier ab! Eine Ziege! Götter! Und noch ein Banditenlager, sehr schön. Das lag übrigens hier beim Flussübergang im Süden unten. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, und wieder ein Ort der Macht. Diesmal mit einer Erscheinung wieder. Die Tiere bleiben hinten, oder? Dann kann ich mal eben kurz. Aber das war jetzt krass, das war ein Level 6er. Den habe ich doch ziemlich schnell gekriegt. Das war cool. Das war sehr, sehr cool. Ja, und den Ort der Macht, den findet ihr hier, also nördlich der Sägemühle. Damit haben wir dann auch hier quasi schon alle, wo wir drankommen. Also hier unten den da. Muss ich noch mal gucken, ob ich da vielleicht doch noch mal irgendwie einen Eingang finde. Da komme ich jetzt aktuell so nicht ran. Und hier oben denke ich mal, dass wir wirklich ein Schiff für brauchen. Da ich aber nicht weiß, woher wir dieses Schiff nehmen sollen, weil ja auch nirgendwo eins angezeigt wird, würde ich sagen, lassen wir den Punkt erstmal außen vor. Ich würde sagen, wir gehen. Ich glaube, das war jetzt. Nee, Moment. Das ist nur die Burg. Okay, dann können wir eigentlich nur noch
nach Velen weiterreisen. So, da haben wir auch ganz viele Fragezeichen mittlerweile. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich hier schon alles angeklickt habe. Hier unten ist auch nochmal so ein Anschlagbrett. In dem Bereich bin ich noch gar nicht gewesen, muss ich sagen. Ja, da gibt es noch einiges, was wir so abklappern können in diesem Bereich. Fällt mir gerade auf. Das ist ja hier dieses Gebiet von diesen einen... Naja, besuche Tristan ihr Haus. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich für eine Voraussetzung hatte. Na, da soll man eigentlich Level 10 haben. Okay, das sollten wir noch ein bisschen hinten anstellen. Ich habe, glaube ich, jetzt noch den Effekt von meiner... von meinem Zauber da drin, von meinem Zeichen, so wie es aussieht. Ich würde sagen, wo ist es jetzt hin? Nee, Moment. Ach so, ich bin gar nicht hingereist. Oh. Okay. Dann nicht. Ach, da sind auch die Weisen gewesen, genau. Wir haben jetzt hier keinen direkten Punkt. Können wir zu Booten überhaupt reisen? Nee, da können wir nicht hinreisen. Dann würde ich sagen, ich reise mal zur alten Eiche, dann lege ich das hier unten frei und schaue mal, was ich dann noch alles kriegen kann und wo ich dann hinkomme. Ah, das wollte ich nicht. Puh, wo bin ich denn jetzt? Das Ding ist ja riesig hier. Und da ist ein Händler, das ist gut. Wer bist du? Was schnüffelst du hier herum? Ich suche Arbeit. Moment mal, zwei Schwerter, Augen wie eine Katze, du bist ein Hexer, stimmt's? Geralt von Riva. Den Namen habe ich noch nicht gehört, aber du findest hier Arbeit. Das steht fest. Ich zeig euch gleich, wo ich hier bin. Ich wusste gar nicht, das sieht so aus, als ob ich hier eine neue Quest bekomme. Lass uns mal eben Karten spielen, damit du mir direkt dein Blatt geben darfst. So, dankeschön. Wenn du wetten willst, wähle mit L einen... Mit L? So? Ich habe schon lange nicht gegen einen Untertan seiner kaiserlichen Majestät gespielt. Wie wäre es mit einer Partie Gwind? Hallo? Wieso muss ich jetzt spielen? Ich denke, das Spiel... Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Normalerweise sollte das eigentlich direkt, direkt gewonnen sein. Also das hat beim letzten Mal funktioniert. Anscheinend hat es auch funktioniert. Man muss nur vorher das Spiel jetzt starten, neuerdings. Okay, ja gut. Ich habe irgendeinen Vampir bekommen, aber... Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? So. Du siehst müde aus, Quartiermeister. Bist du schon lange hier stationiert? Zu lange. Aber die Zeit wird kommen, da das Banner des Kaisers erst über Novigrad, dann über Dreiberg flattert. Und dann gehen wir alle nach Hause. Zeig mir, was du anzubieten hast. Genau, das würde ich auch mal eben machen. Weil das soll ja ein Händler gleichzeitig sein. Und da würde ich mal gucken, was ich hier noch verkaufen kann. Wobei ich jetzt hier viele Waffen habe. Muss ich hier mal reinschauen. Schaue ich mal, was ich hier noch verkaufen kann und schneid euch gleich wieder hinzu, wenn wir die Quest annehmen. So, ja, viel war es jetzt nicht, weil ich würde den Rest natürlich gerne beim Schmied verkaufen. Ich habe deinen Aushang gefunden. Ah ja. Ihr Hexer sollt ja hervorragende Spurenleser sein. Wenn das stimmt, könntest du mir wirklich helfen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Einheit Kundschafter über den See in den Wald geschickt. Keiner ist zurückgekehrt. Finde meine Männer und bring sie ins Lager zurück. Ich bezahle dich gut. Natürlich nur so viel, wie in der Bekanntmachung steht. Kein Kopper mehr.
Die Buchhaltung muss ihre Ordnung haben. Okay. Die Bauern hier betrachten euch nicht unbedingt als Befreier. Sag, was du wirklich meinst, Hexer. Kleine Einheit, abgelegenes Gebiet. Vielleicht hat man sie mit Mistgabeln bearbeitet. Ein paar Bauerntrampel in Fußlappen sollen eine Einheit kaiserlicher Kundschafter niedergemacht haben? Was kommt als nächstes? Hat sie ein Drache gefressen? Esse, bloede Jock! Tja, eine einzelne Person kann dafür sorgen, dass ein ganzes Regime gestürzt wird. Also ja, die Bauern schaffen sowas. Was sollten deine Männer denn im Wald? Hatten sie einen speziellen Auftrag? Nein, sie waren auf Patrouille, wie der Kodex es verlangt. Gut, ich kümmere mich darum. Fang auf der anderen Seite des Sees an zu suchen. Wir haben sie dorthin übersetzen sehen. Viel Glück, Hexer. Danke, danke. Vermisste Patrouille. Quest verfolgen, genau. Dann würde ich mir auch gerne mal eben angucken. Ja, Level 7, das ist okay. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen gelevelt. Wobei, ich weiß gerade gar nicht. Sind wir jetzt schon Level 7? Wir haben noch einen Punkt bekommen. Ja, sehr schön. Ich zeige euch mal kurz, was ich jetzt aktuell drin habe. Einmal Muskelgedächtnis, das habe ich auf 3 erhöht. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 30%. Adrenalinpunktegewinn um 3%. Dann habe ich Überlebensinstinkt drin. Erhöht die maximale Vitalität um 15%. Dann habe ich Gourmet drin. Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Und mangels Platz konnte ich jetzt die anderen Sachen leider nicht mit reintun. Einmal noch explodierender Schild. Den werde ich dann wohl auf Stufe 2, denke ich mal, machen. Der Quenchschild stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Ausdauerregeneration im Kampf plus ja, 0,5 pro Sekunde. Das ist beim Blauen. Da würde ich dann nämlich gerne noch einen Punkt reinsetzen. Zack. Okay. So. Dann schauen wir mal auf der Weltkarte. Achso, in die Richtung. Ja, da war ich doch gerade. Leute, also ehrlich. Okay, reisen wir mal hin. So, wir sind angekommen. Sehr schön. Können direkt mal das Lager ausnehmen, bevor wir uns hier um die vermissten Leute kümmern. Komme ich da hinten dran? Wahrscheinlich nur von da, ne? Da noch an? Ja. Aber das hat er nicht angenommen. Okay. Jetzt aber. So. Spuren. Stiefelspuren. Aber auch einige Spuren bloßer Füße. Seltsam. Denen muss ich in den Wald folgen. Okay, das machen wir mal. Wald ist immer schlecht, aber wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Mhm. Oder war es umgekehrt? Wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Ja, ist ja gut. Ich wollte hier nur das Ding nehmen. Mann. Oder war es umgekehrt? Was ist das für ein Gestank? Wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Oder war es umgekehrt? Okay, ich dachte, das wären jetzt neue Spuren. Entschuldigung. So, wohin? Wir gehen hier rein, ne? Wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger Bauern eskortiert. Oder war es umgekehrt? Kannst du einfach mal das nehmen, wo ich draufstehe? Oder hat er das jetzt hierbei gesagt? Nee, Moment. Wieder Spuren von Nilfgaardern. Sie haben wohl eine Gruppe barfüßiger. Ja, wir haben es jetzt verstanden. Oder war es umgekehrt? Mann. Ist doch alles gut. Lass es mich doch nicht 20.000 Mal sagen hier. Wir hören. Ein Wülvern. Na klasse. Mit welchem Level? Ein Wülvern. Wir gucken mal eben schnell. Der sieht doch irgendwie sehr. Art. Alles andere haben wir natürlich nicht dabei, also nehmen wir Art.
Art ist was? Die Druckwelle, okay. Ja, wenn wir sonst nichts zu tun haben. Oh, nee, ne? Wo ist der? Oh. Okay. huh. Wollte da eigentlich looten. Wo bin ich denn jetzt drin? Hallo? Ich kann ihn nicht looten. Moment, hinter mir liegt... Nee, das ist eine Pflanze. Oh, jetzt habe ich so schnell gar nicht geguckt, weil ich gedacht habe, okay. Die Leichen wurden im Wald verscharrt. Ghule haben sie ausgegraben. Kehre zum Lager der Nilfgaarder zurück. Hä? Echt jetzt? Okay. Also das heißt, die sind jetzt tot, ja? So wie ich das verstanden habe. Na gut. Kehren wir wieder zurück. Hätte ja jetzt sein können, dass der jetzt irgendwie zufällig da gewesen ist und gar nicht die Leute ermordet hat oder so. Wer weiß, ne? So, der Herr. Wo ist er denn? Ist er noch im Zelt? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Hallöchen. Hab schlechte Nachrichten. Hallo? Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Tja. Ich habe deine Soldaten gefunden. Ihre Leichen jedenfalls. Ein Wyvern-Weibchen hat sie umgebracht. Sie sind in ihr Jagdrevier geraten. Ein Wyvern? Bloede Pest. Deine Männer müssten sie provoziert haben. Verstehe. Danke, Hexer. Deine Belohnung entsprechend der Bekanntmachung. War fail. Was auch immer das heißt. Kannst du mal aufhören, mich hier so rumzuschieben? 50. Ja gut, das ist jetzt nicht so viel, aber... Ich würde ja gerne die Sachen hier nehmen, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die dann auf mich losgehen hier draußen. Weil ich meine, das sind Soldaten und er ist ja eigentlich ein NPC, ne? Ich speichere mal kurz ab und probiere das mal. Sagt aber gerade keiner was. Lalalala. Guck mir deine Sachen mal ein bisschen an. Guck mal, toller Zaubertrick, oder? Okay, hat niemanden interessiert. Das ist sehr schön. Ich werde trotzdem vorsichtshalber nochmal speichern. Nicht, dass sie mich jetzt hier angreifen, wenn ich rausgehe oder so. Aber ich denke mal, dass sie, wenn dann, schon vorher was sagen würden. Ja. Das ist ja cool. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass hier tatsächlich eine Quest ist. Jetzt haben wir natürlich noch trotzdem sehr, sehr viele Fragezeichen und Orte, die wir noch nicht erkundet haben. Ich werde es dann weiter noch machen, dass wir noch so ein bisschen herumreisen und wenn irgendwas Interessantes dabei ist, dann schalte ich euch einfach wieder hinzu. Langsamer. Ein bewachter Schatz und es ist wieder so ein Riesenviech. Ich glaube, es hackt. Okay. Oha. Wir haben hier... Was ist denn das für ein Viech? Ein Unhold Level 22. Ich glaube, ich sollte das mal einfach vergessen mit diesen Orten. So langsam habe ich keine Lust mehr.
Was haben wir denn hier? Auf Befehl des Kommandanten des Nilfgaardischen Zentralarmeelagers werden die Einwohner von Niederwyr und Lindenthal damit aufgefordert, sich im Lager der Zentralarmee von Nilfgaard zu melden, um Arbeitsdienste für das Kaiserreich abzuleisten. Liste mit den bezeichneten Einwohnern sowie den jeweils zu leistenden Arbeitstagen sind bei der Dorfältesten erhältlich. Wer sich zu drücken versucht, wird ausgepeitscht. Gezeichnet der Kommandant des Lagers der Zentralarmee von Nilfgaard. Ich habe euch jetzt extra dazu geschaltet, weil ich gedacht habe, dass jetzt hier irgendwie eine Quest beginnt oder so, aber anscheinend nicht. Kann ich mit dir reden? Dann lass mich mal durch. So. Lass mich in Ruhe, sagt die Alte. Also ehrlich. Ich bin Hexer, laufe hier rum, hab ein Schwert in der Hand. Ja? Ja, das tue ich und habe ich. Und die sagt, lass mich hier in Ruhe. So geht das nicht. So, Moment. Haben wir denn hier noch irgendwas anderes, was ich machen könnte? Leider auch kein Waffenschmied, aber wir können hier ein bisschen Sachen klauen. Natürlich eine Ausbauung. Hustus. Oh. Okay. Das scheint ein Jäger zu sein. Ich finde das ja so geil, wenn man einfach so... Ja gut, ich habe ein Schwert jetzt in der Hand. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das Schwert überhaupt jetzt in der Hand habe, dass er das nicht weggesteckt hat. Aber ich finde das ja ganz lustig irgendwie. Man läuft ja durch ein fremdes Dorf. Die Leute kennen einen nicht und nichts. Kann man die Tür da aufbrechen? Das sieht so aus. Die Leute kennen einen nicht und so. Und man läuft einfach so umher und plündert mal eben die ganzen Sachen und keinen interessiert. Irgendwie ist das geil. Oh, was soll das? Ja, was soll das, dass du hier im Weg stehst, Alter? Wir haben uns Regen gebracht. Wer hat wem Regen gebracht? Guten Tag. Du bist ein Kaufmann. Ah. Hast du nichts, was ich dir mal klauen könnte? Der letzte Kaufmann, der hatte ganz viele Sachen. Na gut. Dann nicht. Du hast aber auch keine Quest oder so. Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühner direkt dran. Jetzt verstehe ich, dass man bei dir nichts klauen kann. Ja, ich würde sagen, ich gucke nochmal eben schnell, was ich noch habe, was ich loswerden kann und dann geht's weiter. Bis dann. Ja, ich habe tatsächlich zwei ganze Sachen gehabt, beziehungsweise zwei ganze Becher. war hier nicht irgendwo... War das hier von der Alten, das Haus, wo ich eben drin war? Nee, es ist ein anderes. Da können wir auch noch mal kurz schauen. Okay. Die hat auf jeden Fall sehr viele Sachen hier. Sehr viele alchemistische Sachen. Das ist sehr gut. Das nehme ich sehr gerne an. Ich sehe aber niemanden, der hier verkauft. Also ich vermute mal, dass das eventuell die Frau draußen sein könnte. Und was ich mich auch gerade frage, ehrlich gesagt, ob die Sachen sich auch nach einer gewissen Zeit wieder aufladen. So, bist alte du ein Frau. Hexer? Ja, oder sehe ich aus wie was anderes? Moment, aber da wollte ich doch gerade noch gucken. Aber da bin ich jetzt, glaube ich, reingegangen, oder? Was war jetzt eigentlich mein Ziel? Ich bin hier gerade so fasziniert davon. Ach, da hinten wollte ich hin. Genau. Okay, dann schaue ich mal, ob es da irgendwas Gutes gibt, was ich für euch noch aufnehmen kann. Oh, fuck. Was geht mir jetzt ab? Nein, ich will keinen Waldschrat. Geh weg. Lauf mir doch nicht hinterher. Ist der weg? Drachentötergrotte. Ist mir egal, Hauptsache ich komme nicht wieder zum Waldschrat. Oh. Boah. Also. Leute, ich kann euch nicht empfehlen, dahin zu gehen.
Das ist ein monsterverseuchter Ort mit einem ziemlich heftigen Monster. Ich glaube, ich mache mich mal lieber in eine andere Richtung auf. Oh, scheiße. Da ist ein Bär. Sag mir bitte, dass dieser Bär jetzt nicht irgendwie Level 2023 hat. Level 12 ist auch nicht viel besser. Wir probieren es trotzdem mal. Ich kann mein Spiel nicht speichern. Wollt ihr mich verarschen? Hallo, Bär? Bär? Ist er dumm? Hä? Ja, toll. Erstens, warum kann ich jetzt nichts mehr vernünftig sehen, wenn ich da hinterher laufe? Und zweitens, wieso haut der jetzt ab? Hä? Muss ich nicht verstehen. Muss man den nur vertreiben? Also den Teil habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht verstanden. Ist der jetzt wieder resettet oder was? Ja, du kannst mich mal. Aber wieso ist der jetzt abgehauen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Also anscheinend könnt ihr den Bären irgendwie vertreiben oder sowas. Oder er ist irgendwie aktuell verbuggt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier an der Stelle. Und da konnte ich noch ein bisschen was einsammeln. Du bist ein Totengräber. Hm? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ach so. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ihr habt offenbar ein Problem. Werden die Gräber geöffnet? Wenn es nur das wäre. Da kommen immer wieder üble Bestien, verschlingen, was frisch ist und ziehen dann weiter. Gerade hat es wieder angefangen. Ich dachte mir, einfach drinnen bleiben nachts und die Tür verriegeln. Aber plötzlich fehlte eins der Kinder. Ist es auf dem Friedhof verschwunden? Nein, aus dem Dorf. So eine kleine Rotznase würde nicht alleine herkommen. Und ich habe in der Nacht eine Art Winseln gehört. Und du bist nicht rausgegangen und hast nachgesehen? Glaubst du, ich bin blöd? Wer Monster hat, braucht einen Hexer. Ja, und der bin ich. Reden wir über die Belohnung. Reden wir über meine Belohnung. Falschen. Du kannst um eine höhere Belohnung falschen. Wähle dazu mit L einen Betrag aus und bestätige mit A. Wenn dein Gegenüber akzeptiert, ist es abgemacht. Wenn deine Forderung zu hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du es übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlung ab. Okay. Ja, dann... Ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Machen wir mal 10 mehr. Der Preis ist angemessen, wenn man das Ungetüm bedenkt. Ich weiß ein bisschen was darüber. Okay. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Ich bin mir jetzt aber die lustige Witwe. Oh, ich bin mir jetzt gerade aber nicht so sicher, ob wir das jetzt unbedingt gerade machen wollen. Oh, hier ist noch was ich mitnehmen kann. Wo ist das denn? Sag mir jetzt... Nee, die alte Eiche. Moment, das ist ja jetzt eine ganz andere Quest, ne? Die lustige Witwe. Moment. Hexeraufträge dürften das dann sein. Ja. Sollte ich Level 10 für haben? Ja, was ist denn das hier überhaupt? Sprich mit dem Auftraggeber. Die Leute in Krähenfels... lebten nicht nur in ständiger... Ich bin so doof. Ich laufe die ganze Zeit umher und ich habe doch die ganzen Aufträge angenommen. Oh. Ich bin wirklich... Ja. Okay. Da stehen noch die ganzen... Oh Mann. Und ich suche extra die ganzen Fragezeichen ab. Ich denke, ja, irgendwo muss doch mal einer kommen, der... Ich habe das Spiel noch nicht verstanden. Ich merke es schon. Oh, echt jetzt.
Besuche den Wahrsager. Die Wahrheit steht in den Sternen. Tief in den sumpfigen Wäldern von Velen stand am Straßenrand ein Altar zu Ehren einer längst vergessenen Gottheit. Dort traf Geralt auf einen alten, halbsenilen Mann, der behauptet, die Zukunft voraussagen zu können und dies auch tun würde, gegen ein geringes Entgelt. Ich habe aber nicht so viel. Ich würde einfach mal sagen, dass wir in der nächsten Folge dann aber, weil, wenn meine Uhr mich nicht täuscht, wir schon sehr viel gemacht haben und auch schon die Zeit ziemlich weit gerannt ist. Ist das hier? Die Wahrheit steht in den Sternen, ja. Dann werde ich mich mal nach Niederwürr teleportieren. So, mal gucken. So, und von hier aus starte ich dann meine Reise. Jetzt, da ich doch verstanden habe, wie ich am schnellsten die Quests bekomme. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich meine, ich werde natürlich trotzdem auch die Fragezeichen und sowas, die werde ich dann trotzdem auch so ein bisschen abklappern, wenn ich da gerade in der Nähe bin. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, okay, das werde ich dann laufen lassen, falls doch mal irgendwas ist, wie mit diesem komischen Waldschrat. Ich habe mich so dermaßen herbe erschrocken eben. Aber ansonsten werde ich für euch in erster Linie die Quests natürlich aufnehmen. Das war ja mein Ziel. Ich wollte jetzt nicht durch die Gegend laufen und euch irgendwelchen Kleinkram zeigen, der wahrscheinlich sowieso niemanden interessiert. Also, ich gelobe Besserung. Es muss irgendwie an der Uhrzeit liegen oder daran, dass ich immer noch krank bin. Keine Ahnung. Ich gelobe Besserung und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann mit einer der Nebenquests weitermachen. Und ich hoffe, da werden wir dann auch schneller mit Level als mit dem Besuch dieser ganzen Fragezeichen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!